Verjährung schon freigeschaltet. Hallo, komm her, setz dich. Ja, gerne doch. Ich bin durch mit Frank Pagani. Ja. Der Typ wird den Hafen in Tickford nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Richtig. Das ist jetzt unser Gebiet. Genau. Ich habe getan, was du wolltest. Alle Läden in dem Bezirk laufen gut und bringen Geld ein. Jetzt musst du es nur offiziell machen. Dann richten wir uns hier häuslich ein. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin oder her lenken. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Da muss ich was verpasst haben. Wusste gar nicht, dass du dort aktiv bist. Sammy hat dich gut erzogen. Vertrau deinem Riecher. So, wenn ich Burke das Ding gebe, habe ich bei Cassandra und bei Vito keine Veränderung. Und ich bin da eigentlich ganz gut aufgestellt. So, der hat aktuell im Bezirk zwei Geschäfte und kontrolliert den Bezirk. Wer soll es denn nun sein? Wenn ich das mache, dann kriege ich ja, die Cops bestechen und verdeckter Autodiebstahl wieder abgezogen. Dafür aber verbesserte Ausdauer und Erholung. Mit mir kannst du nichts falsch machen, solange du nett zu mir bist. Streaming semi explodieren finde ich unsinnig. Einkommens plus 88. Entscheide dich richtig, dann überleg dir das gut, Junge. Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Meine Eier baumeln rum und ich bin stockblau. Entscheide dich endlich. Genau. Meine Eier baumeln rum, stockblau. Wie geil. So, er hat einen Bezirk, den er kontrolliert. Er kontrolliert zwei Bezirke und wir sie kontrolliert wissen, auch zwei Bezirke. Mehr als also andere. Muss es Burke sein. Geht nicht anders. Wir müssen das Burke geben. Ne? Dann haben wir bei Cassandra, steht ja unten, Cassandra, keine Veränderung und Vito ebenfalls keine Veränderung. So, dann kriegt Burke das Ding. Dieses Gebet geht an die Iren. Verdammt, du bist schlauer, als du aussiehst, Junge. Ich würde sagen, das war's für heute. Sind wir hier endlich fertig? Reden können wir später. Verschwinden wir. So, dann wäre dieser Bezirk erstmal wieder in unserer Kontrolle. Gut. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es, Herr. So, gucken, gucken, gucken. Läuft's, 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 läuft's. Doch, genau das ist es, Herr. Ja, es läuft wieder. Hurra! Ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Darum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin. Deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. Yeah. Gefallen bekommen. Ein Gefallen. Löse Gefallen bei Verbündeten ein. De Leo Traviata hat dem Autolieferdienst hinzugefügt. Thousdowns. Pagani hat ihr alles über seinen alten Capo Tommy Marcano verraten, was er wusste. Nun ist es an der Zeit, dir deinen Weg durch Southdowns zu bahnen, um den Wixer persönlich zu stellen. Damit Onkel Lou nun der älteste Marcano auf einem Seziertisch gelandet ist, sollte das Beiseitigen von Klein Tommy Sal ins Taumeln bringen für Zweifel bei Sals Männern sorgen, ob er sie noch schützen kann. Wow. Na denn, Story-Auftrag freigeschaltet, Glücksspiel. Und Schwarzmarkt. Und rede mit Grant Perdue. Wow.
Ja, also wir haben die ganze Masse schon erledigt hier. Guckt euch das mal an. Oh, wie schön ist das? Wie schön ist das? Rede mit Burke. Finde raus, welche Wagen du diesmal für Burke klauen sollst. Das ist doch mal eine Aufgabe. So, und das wäre nämlich die Southdowns, die nächste große Aufgabe, die wir machen müssen. Bevor wir das machen, werde ich aber... nochmal ein paar... Hier sind noch... Oh Gott, ohne Ende. Hier sind wieder neue Verteilergästen aufgetaucht. So eine Scheiße. Okay, wir brauchen nochmal ein paar Sicherungen. So, und da wir gerade in der Nähe sind, machen wir die mal schnell eben zu Fuß. Pepidis, wie man so schön sagt. Und holen uns die Dinge nochmal irgendwo ab. Wenn ich hier irgendwo reinkommen sollte. Wie geht's dir? Jo, ich komme rein. Moin! Ich bin hier wegen die... wieso... Wieso mache ich die Tür auf? Wieso hüpfe ich über die Mauer, wenn ich genauso gut hier zu Fuß reingehen könnte? Also richtig, ganz normal, offiziell und so. So bin ich halt. Alles andere ist viel zu einfach. Ich brauche die Herausforderung. Gib mir die Challenge. Bäh. Wir laufen, 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 laufen. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Ja, was das gerade gewesen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Plötzlich meinte OBS, nö, ich rede doch nicht mit jedem. Okay. Wie geht's dir? Ja, gut, prima. Bestens. Und selber? Auch, ne? Muss ja, ne? So, wo ist das? Hinterm Gebäude oder im Gebäude drin? In dem alten Autowrack, natürlich. Da liegen die. Da liegen die immer. So, 5 Stück haben wir. Dann haben wir noch einen da hinten, 145 Meter. So, wir juckeln mal so ein bisschen einfach durch die Gegend hier. Im Gebäude drin, ja. Okay. Hier komme ich nicht rein. Da sehe ich rechts schon wieder böse Buben. Die lasse ich aber erstmal in Ruhe. Da liegt er. Mitten im Dreck. So, dann haben wir noch einen da und da. Okay, wir kommen bei den bösen Buben vorbei. Das passt. So, wird ein Schuh draus. Das war's mit euch, Mädels. Ja. La la la. Na? Geht nicht, oder was? Ah, gut. Dann machen wir das so. Keine Zeugen. So gehört sich das. Nicht da wieder eine im Autowrack drin. Also wie gesagt, dafür, dass das Dinger sind, die ja eigentlich streng geheim sind.
und illegal kommt man da ziemlich leicht eigentlich rein, ne? Okay, das ist auch hier draußen wunderbar. So, dann haben wir noch einen dort. Hä? Wo ist der denn? Habe ich den übersehen? Ja, ne? Eiskalt. Wo bist du? Wo bist du? Oh, wo bist du? Oh, klapp den Pass auf. Super siehst du aus. Wow. So, sehr schön. Okay, wir haben jetzt wieder 9 Stück. Das heißt, für 3 Kästen sind wir wieder gut beieinander. Ich laufe mal kurz hier rüber zur Straße. Dann hole ich mir ein Auto. Was will er mit der Knarre? Nichts. Hier, Fahrzeug. Straßenklasse Berkeley, gepanzerten Bulwers, den Samson Drifter, den DeLeo Traviata. Wir versuchen mal den Deli. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Wow. Schönes Auto. Und schnell gepisst hast du. Ein Satz heiße Reifen, wie bestellt. Jo. Ich weiß das zu schätzen. Alles gut, danke. So, dann machen wir hier drüben nochmal schnell die beiden Dinger und den hier. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Material, mit dem wir arbeiten können. Schlangen. Wow, die hört sich böse an, die Karre. Aber letzte Woche habe ich mir dort ein Homeboy-Sandwich genehmigt und mir eine So. Juckeln wir einmal ganz kurz hier rein. Ist ein bisschen näher, ne? Oben muss das irgendwo liegen. Da hängt das Plakat. Kommunismus! Ah, Dreckswetter hier. So. Irgendwo da hinten. Ach, liegt hier schön rum. Ganz angenehm. So. Damit hätten wir das. Damit sind wir jetzt erstmal ganz gut ausgerüstet. 10 Stück. Die reichen erstmal wieder für ein paar Verteilerkästen. Okay. Was wollte ich jetzt? Ich könnte mit Cassandra reden. Finde raus, welche Informationen Cassandra über die neuesten Waffenschmuggeloperationen der Dixie-Mafia besitzt. Komm, wenn wir schon mal gerade hier sind, ne? Alles gut, alles gut. Da liegt noch was. Weißt du, wenn wir schon mal hier sind, mein Gott, was soll das? Was soll der Geiz? Pass nächstes Mal auf, wo du hinrennst. Du passt das immer auf, wo du hinrennst, du. Besoffene Sau, du. Böses Auto. Also kam der Lebliche
Und ich natürlich wieder ohne Regenschirm. Na komm, mach auf. Hallo, Cassandra. Lincoln Daddle, Papa Klo. Nee, Clay ist wieder da. Schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Dito, mein Geld, danke. Was für ein Segen. Ja, was gibt's Neues? Die Bienchen summen und die Vögel zwitschern, Mr. Clay. Und sie alle erzählen mir, diese Dixie-Schweine drücken sich hinter irgendwelchen verfallenen Schuppen rum und versuchen noch mehr von ihren Waffen zu verticken. Es heißt, die Kerle brauchen Geld. Vielleicht, weil sie sich mit der Southern Union zusammengetan haben. Wenn du dir ihre Waffen greifst, treffen wir sie da, wo es wehtut. Okay. Du rufst mich an, damit ich diesen Laden schmeiße. Und dann nimmst du ihn mir weg. Aber ich werde nicht einfach einen Haken drunter machen und zur Tagesordnung übergehen. Du bist ganz schön nachtragend, Schnecke. Sei doch froh, dass ich überhaupt so viele Aufträge verschaffe. Wolltest sehen, was der Weiße aus dem Gebiet rausholt. Schon klar. Aber keine Panik. Ich mach mir schon nicht ins Höschen, wenn ich einen Bezirk verliere. Ein gutes Gefühl, ein Stück von der Stadt zu bekommen. Etwas Reelles für unser Volk. Ja, ja, fürs Volk natürlich. Weiße Touris leben in French Ward ihre bescheuerten weißen Fantasien aus. Und ich freue mich über jeden Penny, den sie mir bringen. Natürlich. Verdammt! Nicht zu fassen, dass der Prozess gegen Dupree abgeblasen wurde. Das ist ein absoluter Tiefschlag für unsere Gemeinde. Fast unmöglich, sich davon zu erholen. Wie sieht's mit der nächsten Ladung Waffen aus? Emmanuel ist bescheiden, aber er war einer der bekanntesten Voodoo-Priester von ganz Haiti. Wir dürfen Saul Marcano nie aus den Augen lassen. Solange der am Leben ist, haben wir niemals Frieden. Die stachelt mich ganz schön an, ne? Ich habe Gerüchte über Vitos Freund Joe gehört. Da sieht man, was passiert, wenn man Skeletta zu nahe kommt. Ja. Du hast mir den Bezirk nicht gegeben. Wie du willst. Aber es passt mir ganz und gar nicht. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Als ich meinen Laden aufmachte, wollten mich die Leute verjagen. Heute bitten sie mich um Hilfe. Ist doch ein Fortschritt. Du bist ganz schön verbittert und verbiestert, Alte. Dir geht's nicht gut. Wo ist mein Auto? Wollte ich gerade sagen. Da ist es doch. So, stiehlt den Waffenvorrat der Dixies. Hier kann ich auch wieder ein bisschen Schnaps holen für Burke, den alten irischen Säufer. Und ob das Ding wieder funktioniert, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall erstmal den Waffenvorrat der Dixies muss man schnappen, ne? So, schön Gas geben hier. 120. 125. Ich hab mich rumgebost. 130. Mal gucken, wie weit er kommt. Der hat da was drauf, ne? Der hat was drauf. Der hat was drauf, der Wagen. Der ist schon knuffig. Ganz hervorragend. Alles bestens. Hey, Kumpel. So, mal gucken, wie ich hier am schönsten rankomme. Sieht alles recht zu aus, ne?
Oh Gott, Scheiße. Wer war das? Pompey, haltet eure Waffen bereit. Ich kann den Hosenscheißer von hier aus richten. Einen Scheißdreck kannst du. Ja, mit nicht. Er ist genau da drüben. Ich gehe in Deckung. Du bist dort, Schwanzlutscher. Träum weiter. Träum weiter. Du hättest mich auch töten sollen. Kommt noch. Wird gleich erledigt. So, mal kurz nach oben hier. Wärst du mal lieber nicht hergekommen? So, erledigt. Vielleicht noch ein bisschen Knetero. Sehr angenehm. So, was hast du noch in der Tasche? Gib mir was ab. Gib mir was ab, da. Da, kleiner Lunke, da. Da, dein Geld, das nehme ich. Ich finde nur dein Bestes. Dein Geld. So. Da sind wir auf Tour mit dem Truck. Oh, falsche Richtung. Totaler Schwachsinn übrigens. In der Zeit haben die LKWs beim Rückwärtsfahren noch keinen Piepton von sich gegeben. Nein, 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 haben sie nicht. Auch so eine lustige Hupe. So, wollen wir Cassandra mal ein bisschen was Gutes tun, ne? Die Arme. Die fühlt sich ja so vernachlässigt. Aber Cassandra ist so ein Mensch, da kannst du machen, was du willst. Kannst dich auf den Kopf stellen und versuchen, mit dem Arsch Spiegel zu fangen. Das wird dir trotzdem nicht gefallen. Und das, wo ich so einen knackigen Arsch habe. Also von daher. Wie fährst du denn überhaupt, Mann? Wie fahre ich? Wie sie das gehört. Schön, dass es endlich aufklärt. So, Lieferung abgeschlossen. Ja, geh du mal. Ach, ist das schön. So, damit hätten wir erstmal Cassandra wieder was Gutes getan. Wir können mit Burke reden. Finde heraus, welche Wagen du für Burke klauen kannst. Für Burke haben wir erstmal einen schönen Auftrag erledigt, schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Machen wir doch ruhig nochmal. So. Vielleicht werde ich ja jetzt wieder treffen. Hey, ich hasse es, sondern. Komm, wir nehmen mal den Truck. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann den Truck nicht nehmen. Mann. Bring mir ein neues Auto. Ich will mal den hier fahren, den Bullbars. Na, geht nicht. Ach, noch geschlossen. Na gut, dann nehme ich wieder hier. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ach du Scheiße, renn weg! Ja, ach du Scheiße, renn weg. Einmal Auto, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Ich
müssen wir mal kurz gucken. Wo war das? Hier oben irgendwo. Da. Ich liebe das Auto. Ich liebe es. Das fährt sich vernünftig. So, mal gucken, was geht. Schön über die Brücke. Vollgas. 105. Mal 20. 135. Kriegen wir. Bam. Ihr will wohl, dass ich einen Herzanfall bekomme. Oh, da liegt der noch. Wie krass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber. Gib ihm. Stopp, stopp, stopp. Gib Gas, Gas, Gas. Hui. Nee, macht Spaß. Mit der Karre mal fahren macht echt Spaß. Das ist schon ziemlich geil. Willkommen auf Burke Schottlands. Lang nicht hier gewesen. Burkey Baby. Oh! Ja. Eine blöde Blechkiste. Weißt du? Scheiße, Alpha-Wende.